Herr Dr. Rübig, Sie sind im Europäischen Parlament Ersatzmitglied des Haushalts- und Kontrollausschusses. Welche Rolle spielen das Europäische Parlament und der Rechnungshof im Rahmen von Budgeterstellung und Budgetkontrolle der EU? Ja, das Europäische Parlament ist Haushaltsbehörde. Das heißt, wir bestimmen gemeinsam mit dem Rat, mit den Finanzministern über den europäischen Haushalt, der derzeit etwas mehr wie 100 Milliarden Euro beträgt und ca. 1% des Bruttonationaleinkommens Europa darstellt. Wenn man vergleicht, in den Nationalstaaten wird hier 30-50% veranschlagt. Im Klartext, hier ist Europa sehr sparsam und das bemühen wir uns auch mit dem Europäischen Rechnungshof immer wieder zu kontrollieren. Der Rechnungshof stellt hier ganz detaillierte Studien, erstellt detaillierte Studien über Effizienz des Mitteleinsatzes. Und es kommt jedes Jahr ein ziemlich dicker Bericht heraus, wo ganz klar drinnen steht, wo Mängel in der Verwaltung, in der Abwicklung und so weiter bestehen. Und das bemühen uns wir dann von Seiten des Parlaments auch dementsprechend zu beantworten. Welche Kontrollinstrumente gibt es im Parlament selbst, um zu gewährleisten, dass die Verwaltung sparsam und wirtschaftlich funktioniert? Ja, es ist zuerst der Haushaltsausschuss, der natürlich die Rechtsgrundlagen schafft für das Ausgeben des Geldes. Wir haben aber auch eine finanzielle Rahmenvereinbarung, die jetzt bis zum Jahr 2013 geht. Also wir haben bis zum Jahr 2013 fix vorgegeben, was maximal ausgegeben werden darf. Das wurde sehr lang mit unseren Finanzministern verhandelt. Und damit haben wir schon eine sehr gute Kontrolle, weil das Budget in hunderte Unterzeilen unterteilt ist, wo dann ganz genau festgelegt, wie viel Geld wird zur Verfügung gestellt und wie viel Geld darf tatsächlich in den jeweiligen Jahren ausgegeben werden. Zusätzlich dazu gibt es den Haushaltskontrollausschuss, der dann ex ante, also im Nachhinein überprüft, wenn es Vorkommnisse gibt. Wir haben auch einen Petitionsausschuss, wo sich jeder einzelne Bürger an das Parlament wenden kann und melden kann, wenn er glaubt, dass es irgendwo Probleme gibt. Und diese Tatsachen werden dann vom Haushaltskontrollausschuss debattiert, der also nicht nur das Europäische Parlament kontrolliert, sondern sämtliche Institutionen der Europäischen Union und hier das Prinzip Value for Money in den Mittelpunkt setzt. Also für das Geld, das ausgegeben wird, muss auch ein europäischer Mehrwert vorhanden sein. Sie sind im Europäischen Parlament auch Mitglied der Delegation für Schweiz, Island, Norwegen und den EWR. Welche Aufgaben haben Sie als Mitglied dieser Delegation? Und es drängt sich natürlich auch die Frage auf, wie groß ist Europa wirtschaftlich und politisch? Ja, diese drei Staaten sind in Wahrheit Beitrittskandidaten zur Europäischen Union. Wir wissen, dass die Schweiz Ressortiments hat aufgrund ihrer Finanzströme, die sie weltweit bewältigt. Viele der Gelder, die hier verwaltet werden, würden nicht den Rechtsnormen der Europäischen Union entsprechen. Wir wissen, dass Norwegen etwas Angst hat wegen den Erdöl- und Gasreserven und glaubt, dass die Europäische Union hier ins Eigentumsrecht eingreifen könnte, was aber sicherlich nicht der Fall ist. Und wir haben Island, wo es um die Fischereigründe geht und wo man bei der Fischerei eben sehr darauf achten muss, dass keine Überfischung der Meere entsteht, sodass also genügend Ressourcen auch für die Zukunft hier vorhanden bleiben. Wir treffen uns einmal im Jahr, einmal in dem jeweiligen Mitgliedsland, auf der anderen Seite dann auch im Europäischen Parlament. Und hier wird in 2 bis 3 Tagen werden sämtliche Rechtsbereiche durchdiskutiert. Hier können wir viele Fragen beantworten und andererseits auch gut informiert werden, was in den jeweiligen Ländern gerade aktuell ist. Da entstehen Gott sei Dank auch persönliche Freundschaften, die man dann, wenn es Krisenfälle gibt, auch sehr gut nützen kann, um den europäischen Geist auch mit diesen Ländern dementsprechend zu pflegen. Generell ist zu sagen, dass Europa in der Wirtschaftsleistung in den letzten Jahren sehr stark gewachsen ist. Die sogenannte Lissabon-Agenda, nämlich für höhere Einkommen der Mitarbeiter und auch der Unternehmungen im Laufe der Jahre zu sorgen und damit auch bessere Nettogehälter am Ende des Monats bezahlen zu können und eine gesicherte Beschäftigung durchführen zu können, hat eigentlich durch den Zusammenschluss von 27 Ländern in Europa eine sehr positive Trendwende herbeigeführt.
Wir haben jetzt fast 500 Millionen Menschen, die in Europa leben, und wir sind letztlich der kaufkräftigste Raum dieser Welt geworden. Wenn man auch die Weltwirtschaft mit einbezieht, so fällt das Schlagwort Globalisierung und WTO. Die WTO wurde 1994 gegründet. Wer oder was ist die WTO und wozu brauchen wir als Österreicher und Europäer eine WTO? Ja, die WTO legt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fest. Wir haben gerade im Bereich der Landwirtschaft, der agrarischen Produkte, in einigen Ländern gelernt, dass eine Überproduktion sehr schädlich auf die Preisgestaltung sein kann. Wir haben uns auch in gewissem Maße abgeschottet von billigen Importen weltweit. Und das können in Wahrheit natürlich nur temporäre Maßnahmen sein, also kurzfristig gezielte Eingriffe. Langfristig glauben wir, dass sich ein Gleichgewicht am Weltmarkt einstellen muss. Und gerade in der Landwirtschaft sehen wir jetzt auch durch die erneuerbare Energiedebatte hier eine neue Konkurrenz entsteht zwischen Lebensmittelproduktion und Energieproduktion, wobei derzeit in vielen Bereichen die Energieproduktion wesentlich wirtschaftlicher und erfolgreicher für die Landwirte geworden ist und aus dieser Sicht auch die WTO-Verhandlungen neue Schwerpunkte setzen werden. Darüber hinaus geht es für unsere vielen Klein- und Mittelbetriebe um Handelserleichterungen, die Reduktion von Zöllen, die Reduktion von Quoten. Das wird mit der sogenannten Schweizer Formel, die höchsten Beträge haben sollen, am meisten gestutzt werden. Das ist eine sehr schwierige Herausforderung und das wird derzeit in Schweiz auf der technischen Ebene sehr intensiv diskutiert. Und wir alle können nur hoffen, dass die WTO-Runde zu einem guten Ende kommt, weil einstimmig 150 Länder zu einem sehr umfangreichen Beschluss zu bewegen, ist natürlich eine Riesenherausforderung. Und wir brauchen ganz einfach diese fairen Regelungen des Umgangs in dieser Welt miteinander. Und da können wir viel voneinander lernen und da spielt die WTO eine ganz besondere Rolle. Können Sie bitte die Ergebnisse und Folgen der letzten WTO-Verhandlungsrunde kurz beleuchten und auch darauf eingehen, wohin sich die Weltwirtschaft weiterentwickeln könnte? Ja, wir haben in vielen Ländern dieser Welt enormes Wachstum, in anderen Ländern eine totale Stagnation. Wir haben gerade in vielen Ländern, wo Diktaturen herrschen, schlimmste Verhältnisse. Da hungern heute noch Leute und es sterben viele noch immer, weil sie nicht genügend zu essen haben. Und einige wenige in diesen Ländern sind sehr reich und die Familien schicken ihr Geld so schnell wie möglich ins Ausland. Und das wollen wir vermeiden. Wir wollen, dass in den Ländern investiert wird, dass hier kleine und mittlere Betriebe entstehen, dass ganz einfach Wohlstand von der Basis her entsteht. Und das ist uns ein wichtiges Anliegen. Und ich glaube, dass wir da mit der WTO, indem wir die richtigen Rahmenbedingungen gestalten, auf einem guten Weg sind. Herzlichen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und bei den nächsten Wahlen im Jahr 2009. Ich danke und wünsche alles Gute.